Hallo, ich bin Mandoli und willkommen bei meinem zweiten Video zum Splatfest Hovercraft gegen Jetpacks. Ich bin in Team Jetpack und habe meinen Konzentrator dabei. Und hier seht ihr ein paar meiner letzten Videos, bevor ich den Rang, ja, Fanclub-Leiterin erreiche. Ich habe es tatsächlich geschafft und ich muss ehrlich sagen, das Splatfest war wirklich nicht leicht für mich. Also ich habe echt ein paar Schwierigkeiten gehabt. Am Anfang, also generell natürlich ein gutes Team zu finden, aber das ist immer nicht leicht. Und vor allem hatte ich aber am Anfang auch Probleme mit der Verbindung. Ich bin öfters mal rausgeflogen oder ein paar Teamkameraden von mir sind rausgeflogen. Das hat mich immer ziemlich geärgert, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich mal das Gefühl hatte, ich hatte ein gutes Team gefunden und plötzlich fliege ich halt raus. Das ist natürlich nicht so schön. Hier habe ich ein recht gutes Team dabei. Ich habe einige Kameraden, die mit mir schon eine Weile zusammen sind. Also Hansi, glaube ich. Hamsi und Minerva. Die sind schon haben schon ein paar Kämpfe mit mir bestritten und wir haben auch gewonnen. Ein Platz ist halt immer derjenige, der dann immer wechselt. Und mit diesem Team haben wir eigentlich recht gute Siegsträhne gehabt. Aber leider sind wir dann auch später zerfallen. Ja, also hier habe ich mich schon einigermaßen eingespielt und ja, treffe meine Ziele sogar ein bisschen besser. Machi-Machi ist wie gesagt eigentlich eine ziemlich gute Map für Konzentratoren. Aber wegen dem neuen Match-System ist es natürlich so, dass ich jetzt ja, stärkere Gegner hatte. Und ich musste halt ein bisschen tricksen manchmal und ein bisschen cleverer sein als sonst. Also so einfach drauf los, ohne nachzudenken, ging halt hier nicht. Aber es war auch ganz nett, mal halt eine kleine Herausforderung zu haben beim Splatfest. Was die Zeit angeht, ich weiß nicht genau, ob ich wirklich sehr viel weniger gebraucht habe. Ich habe tatsächlich auch öfter mal verloren, was naja, mich sehr geärgert hat. Also der Frustfaktor ist gar sehr hoch bei diesem Splatfest, muss ich schon ehrlich sagen. Aber ja, also ich glaube im Endeffekt hatte ich schon ja, vielleicht ein bisschen weniger Zeit gebraucht. Also normalerweise 3 Stunden, 2,5 ist schon ja, ganz gut. Aber ich glaube, im Endeffekt bin ich dann doch bei 3 Stunden geblieben. Naja, schwer zu sagen. Also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wirklich. Ja, hier habe ich ein paar gute Treffer, aber dann trifft mich der Tintenwerfer. Den Tintenwerfer mag ich eigentlich auch als Waffe. Ich benutze ihn auch gerne, aber der ist halt auch bei Splatfest oder bei ja, beim Einfärben von der Map eigentlich nicht so besonders. Also der ist jetzt ein bisschen gebufft worden im 2.5 Update und seitdem ja, färbt er etwas mehr Fläche ein. Aber ich weiß nicht genau, ob der sich wirklich lohnt. Ich habe ein Splatfest habe ich mit ihm gehabt und da hatte ich echt viel Spaß mit ihm und ja, die Waffe hatte ich damals zum ersten Mal für mich entdeckt und aber danach habe ich so ein paar Mal im Ranker ausprobiert und bin dann ganz schön abgelost. Und das ist halt eine sehr schwierig zu kontrollierende Waffe. Also ich versuche es auf jeden Fall wieder mal mit dem Tintenwerfer. An sich mag ich ihn ganz gerne. Der hat eine richtig tolle Reichweite. Ja, hier haben wir mal einen schönen Sieg für uns eingeheimst. Ja, wie ihr seht, bin ich hier schon recht weit hinten. Also ich werde hier auch ein bisschen herumspringen. Weil ich will euch nicht jeden Kampf zeigen, nur die einigermaßen gut laufen bzw. interessant zuzuschauen sind. Hier ist noch einer auf Machi-Machi. Ja, ich bin eigentlich froh, dass Machi-Machi dabei war. Wo ich halt am meisten Schwierigkeiten hatte, war die Bohrinsel Nautilus, weil ich bin mir nicht sicher warum. Normalerweise bin ich mit dem Sniper da auch recht gut, aber diesmal war es echt schwierig, da überhaupt was zu reißen. Ja, als Sniper bin ich eigentlich nicht zum Einfärben da, aber da meine Teamkameraden nicht immer sehr sauber sind bei dem Einfärben, versuche ich so ein paar Lücken auch noch zu schließen. Hier färbe ich mit dem Splatling um die Wette, aber das ist eigentlich keine besonders tolle Idee. Man sollte eigentlich lieber versuchen, eigenen Boden einzufärben. Ich versuche hier den Splatling auszuschalten, aber er steht relativ weit hinten, deswegen verziehe ich mich wieder lieber zurück und sichere die hintere Reihe. Hier, dieser Kill war sehr wichtig, glaube ich, weil der Roller, der hatte seinen Special schon, der hat seinen Kopf hat geleuchtet. Und ich wette, es war der Kraken oder noch was Schlimmeres.
Ich denke aber, das war der Kraken und den Kraken auszuschalten, bevor er überhaupt auf die Bühne kann, ist immer gut. Ja, und dieser Kill ist sehr interessant. Ich habe praktisch im selben Moment abgedrückt, indem er sich zurückverwandelt hat. Der wird sich ganz schön geärgert haben wahrscheinlich. also allgemein ist dieser Kampf hier ist praktisch, kann man betiteln mit Konzentrator gegen Roller. Weil die Roller sind dann ganz schön sauer auf mich, glaube ich. Und die versuchen mich dann auch relativ zielsicher auszuschalten. Ja, aber hier ist sozusagen mein Lieblingsspot. Also hier diese drei, sage ich mal, Säulen in der Mitte. Die sind als Konzentrator eigentlich perfekt. Dann steht man halt am besten da auf einer der Säulen und zielt von da aus. Und wenn man irgendwie anvisiert wird, dann springt man zur nächsten über. Ja, hier versucht dann auch wieder mich anzuschalten, aber mein Kumpel ist da zur Stelle, Gott sei Dank. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, den Hass aller Roller auf mich gezogen hier. Deswegen muss ich da schon ein bisschen aufpassen. Aber so ist es halt, das Konzentrator, da wird man echt ganz schön leicht gehasst. Vor allem, wenn man relativ zielsicher ist. Ja, ich versuche halt wieder hier nach hinten zu gehen, aber der Roller, hier trifft er mich tatsächlich, jetzt den Hund. Der freut sich bestimmt und jetzt poppt er seinen Kraken, aber ehrlich gesagt bin ich, also es wäre schlimmer gewesen, wenn er es nicht getan hätte, weil da hätte er viel mehr Fläche eingefärbt. So war es recht leicht für uns, das wieder einzunehmen. Ja, und ab jetzt haben die Roller, sage ich mal, ein bisschen Angst vor mir. Ich färbe halt hier noch die Mitte so ein bisschen und dann versuche ich einfach nur, die Roller davon abzuhalten, in die Mitte zu kommen, wie hier zum Beispiel. Der dreht gleich wieder ab, sobald er meinen Strahl sieht. Ja, eigentlich auch eine effektive Methode, einfach nur als Konzentrator da in der Mitte zu sein und zu dominieren. Ja, ich bin eigentlich recht froh, dass das Splatfest jetzt anders gerankt ist, also dass man gemischt wird. Es gibt niemals irgendwie solche Kämpfe, die ja wirklich Profis gegen Anfänger so, oder sowas in der Art. Also das hatte ich bei den letzten Splatfests öfters mal, dass wir ein Team waren, das wirklich die andere Seite komplett dominiert hat, sodass sie fast gar nicht aus ihrem Spawn rausgekommen sind. Das hatte ich jetzt bei diesem Splatfest gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht super lange mitgemacht. Ich habe tatsächlich nur mitgemacht, bis ich wirklich höchster Rang war. Und dann habe ich aufgehört, weil irgendwie bin ich noch etwas müde von gestern. Aber ja, also hier nochmal Moränentürme. Für den Konzentrator ist diese Map eigentlich relativ gut, aber ich kann mich immer nicht entscheiden, wo ich am besten zuerst einfärben soll. Also ich lasse dann meinen Kumpels hier so ein bisschen das einfärben. Ich gehe immer weiter runter. Aber trotzdem, als Konzentrator ist es eigentlich ganz gut, diese Gänge hier zu färben, weil die sind eigentlich prädestiniert für so gerade Linien. Gerade Linien damit zu ziehen. Und ansonsten gehe ich dann hauptsächlich in die Mitte und versuche von da aus, ja, das Geschehen zu kontrollieren, sag ich mal, als Sniper. Und zu kontrollieren praktisch das, wohin die Gegner kommen und wo nicht. Wenn denn kein gegnerischer Sniper da ist. Gegnerische Sniper ist natürlich schwierig. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich glaube, irgendjemand hat einen Zensuka, ein anderer hatte seine Bomben-Special. Und es hat irgendwie alles kollidiert und es war ein ganz schönes Chaos. Hier ist noch eine Tensuka und auf diesen Schuss bin ich relativ stolz. Auch wenn es wahrscheinlich ein Glückstreffer war. Aber ich konnte ihn praktisch kaum sehen und habe ihn trotzdem getroffen. Dieser arme Typ, der versucht mich noch mehrmals hier auszuschalten. Also in diesem Kampf habe ich diese Position für mich entdeckt. Ja, das war ein Glückstreffer. Der ist praktisch in meinen Schuss reingesprungen. Da kann ich auch nichts, für mich beanspruchen. Ja, also diese Position ist für mich irgendwie sehr gut, weil ich von da aus die Gegner recht gut im Blick habe. Und deswegen versuche ich auch gleich wieder zurückzukommen, nachdem ich hier noch wieder ein paar ausgeschaltet habe. Ach ja, die werden mich auch ganz schön hassen, glaube ich. Als Konzentrator hat es natürlich nicht leicht. Aber die eigenen Teammitglieder mögen einen dafür umso mehr wahrscheinlich. Hier springen die alle zu mir, weil ich eigentlich eine super Position habe. Deswegen versuche ich halt, wie gesagt, in der Mitte zu bleiben und weder nach vorne noch nach hinten zu gehen. Weil hier können die Leute auch ganz schnell zu mir springen. Und wenn irgendwas sein sollte. Und hier habe ich, wie gesagt, alles im Blick. Und hier versucht das nochmal.
Fast hat er mich. Er hat mich, glaube ich, zweimal getroffen, aber mit dem, mit diesem, ich weiß nicht genau, wie diese Waffe heißt, aber da brauchte auf jeden Fall 3-4 Schuss, um zu treffen. Und er hat mich zweimal getroffen, also es war sehr knapp. Ja, und hier langweile ich mich ein bisschen, weil hier ist irgendwie nichts los hinten. Und ich versuche auf jeden Fall einfach hinten zu bleiben. Die Versuchung ist groß, einfach nach vorne zu rennen zu meinen Kumpels und da ein bisschen mitzumischen. Aber ich habe halt eigentlich Schiss, dass jemand vorbeischleicht und die hintere, also unsere Basis sozusagen einnimmt. Deswegen bleibe ich hier hinten und versuche hier meine einzunehmen. Und trotzdem, hier merke ich das, trotzdem hat sich einer vorbeigeschlichen und ich weiß nicht wo. Aber es ist halt keine Zeit mehr überhaupt nach hinten also zurückzugehen, deswegen. Aber es macht eigentlich nichts. Also hier seht ihr gleich auf der Map, dass wir hinten ganz schön viel Grün haben. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir haben trotzdem haushoch gewonnen. Und das ist das Wichtigste. Ja, das Splatfest lief ganz gut, wie gesagt, für mich. Ich habe es geschafft, tatsächlich den höchsten Rang zu erreichen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so diese Videos zu sehen. Ich habe tatsächlich ein paar Siege nur zu dir gezeigt. Und hier erreiche ich den höchsten Rang. Yeah, Fanclubleiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis bald. Tschüss.